So, willkommen zurück. Der Gefallene da drin ist eingeäschert worden und jetzt müssen wir die seine Familie quasi finden, die hier verstreut auf dem Land ist. Habe ich ein Jahresabo? ESO Plus. Nee, hier alle 3 Monate. Bitte, tut mir nicht weh. Ich will nicht sterben. Wartet. Ihr seid nicht die Kreatur, die meinen Vater angegriffen hat. Ihr gehört nicht einmal zu den Montclairs. Seid ihr einer von Genoves Söhnen? Ich bin hier, um euch zu retten. Ihr kommt leider zu spät, Fremde. Wenn ihr zu uns gekommen wärt, bevor dieses Monster an unsere Tür geklopft hat, dann stünden die Dinge jetzt vielleicht anders. Stattdessen ist mein Vater nun tot und meine Familie in alle Winde verstreut. Monster? Welches Monster? Sie klopfte an unsere Tür. Sie klang besorgt. Sie meinte, sie käme, um uns zu helfen. Als mein Vater die Tür öffnete, wurde er angegriffen. Er brüllte, wir sollten fliehen. Ich habe die Schreie meines Vaters gehört. Sie haben mich auf meiner Flucht verfolgt. Hier, nehmt dieses Schwert und geht zum Lager des Schornhelmwachen. Ein Schwert? Um das mein Vater gebeten hatte? Ich wünschte, er hätte euch hereingelassen. Ihr hättet ihn retten können. Ich laufe zur Schornhelmwache. Sucht bitte nach dem Rest meiner Familie. In dem ganzen Durcheinander wurden wir getrennt. Ihr habt ein Monster erwähnt? Sie klopfte an unsere Tür. Sie klang besorgt. Sie meinte, sie käme, um uns zu helfen. Als mein Vater... Ja, das hatten wir schon. Warum ist das nochmal eingeblendet worden? Jetzt habe ich 2-mal das Gleiche gefragt. Hey, Monster, Monster, Monster. Die Spawnrate der Gegner ist so hoch, dass... Boah. Sogar die Kühe bringen sie... Oh. Das ist ja übel. Montclairs haben auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die Leute hier nicht mehr sie selbst sind. Probidats. Nein, nein, bitte. Lasst mich in Ruhe. Ich habe nichts getan. Macht euch keine Sorgen, ich bin hier, um euch zu helfen. Wart ihr vorhin an der Tür? Hat mein Vater euch Waffen für uns holen geschickt? Er hätte euch vertrauen sollen. Was ist im Bauernhaus geschehen? Ich stand nicht dicht genug an der Tür, um viel zu hören, aber jemand klopfte draußen und überredete meinen Vater aufzumachen. Dann begannen die Schreie und das ganze Blut. Ich geriet in Panik. Ich wäre jetzt wohl auch tot, wenn Jovan nicht gewesen wäre. Ihr nehmt diese Dolche, nachdem euer Vater verlangt hatte, und geht zum Lager der Schornhelmwache. Mit denen in der Hand fühle ich mich gleich besser. Ich wünschte nur, ihr hättet es früher zurückgeschafft. Dann wäre mein Vater vielleicht noch am Leben. Was ist im Bauernhaus geschehen? Ich stand nicht dicht genug an der Tür, um viel zu hören, aber jemand klopfte draußen und überredete meinen Vater aufzumachen. Dann begannen die Schreie und das ganze Blut. Ich geriet in Panik. Ich wäre jetzt wohl auch tot, wenn Jovan nicht gewesen wäre. Schon wieder der gleiche Text. Ich glaube, beim letzten baller ich das einfach durch. Imperator. Imperator nennt man sie einfach. Mit Level 14. Okay. Mutig. Also nachdem das beschleunigt wurde, mit der einen Fähigkeit, fühlt sich das ein bisschen an wie der Templer. Hm? Ah. Okay, 2 Tote haben wir. Noch 2 Tote.
Da seid ihr ja. Habt ihr Eloise gesehen? Ein paar von den Inos sind eingetroffen, aber ich habe Eloise nicht gesehen, seit sie mit ihrem Heilmittelkoffer weggerannt ist. Ich habe sie nicht mehr gesehen, seit ich aus dem Bauernhaus loszog, um nach der Familie Ino zu suchen. Nun, sie ist noch nicht wieder zurück und ich beginne mir Sorgen zu machen. Ich glaube, sie ist krank und setzt alles daran, es niemandem zu zeigen. Hoffentlich ist sie bald zurück. Geht fürs Erste hinein und seht nach den Inos. Ich habe versprochen, euch nach eurer Ankunft sofort zu ihnen zu schicken. Ja, wundert mich nicht. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind die einzigen Überlebenden. Freut mich, euch wiederzusehen, meine Freundin. Die Schornhelmwache war hilfreich, aber meine Mutter und mein kleiner Bruder müssen noch eintreffen. Habt ihr sie zufällig gesehen, als ihr da draußen wart? Es tut mir leid, aber eure Mutter und euer Bruder werden nicht zurückkommen. Ich befürchtete schon, dass dem so ist. Ich werde versuchen, stark zu sein für meine Schwester. Ich wünschte nur, ich könnte sie auf dem Familienfriedhof beisetzen. Ich werde keine Nacht gut schlafen, bis das erledigt ist. Hier, nehmt ihre Asche. Danke. Wir werden die Asche beisetzen, sobald sich meine Schwester beruhigt hat. Wartet einen Augenblick. Da kommt jemand herein. Nein! Nein! Das kann nicht sein! Nicht ihr! Gut. Göttliche, steh uns bei! Das Monster! Bleib zurück, üble Kreatur! Monster? Was hab ich? Sie ist ein Blutunhold! Sie ist in unser Haus gekommen und hat unseren Vater getötet! Nein! Das kann nicht sein! Nein, das kann nicht sein. Diese ganze hektische neue Spielergeneration, die hier reinstürmt, macht das Ganze leider ein bisschen kaputt, aber... Ja, damit müssen wir leben. Neues Buch entdeckt. Heilkräuter des nordwestlichen Tamriels. Mottennesseln, Klackkraut, Blätter des roten Kaltbeere, gelbe Klee, Brusteblume. Stendars Wurz, Wallwurz, Kringelblume, Blaugarbe, Juwelenkraut und Heilersbeutel. Anscheinend Spuren in der Richtung, in der sie gegangen ist, prinzipiell. Verbandszeug. In der Tasche befindet sich eine Ansammlung von Heilumschlägen, Tinkturen, Kräuterbandagen und anderen Dingen, die ein Heiler gewöhnlich braucht. Bin ich schneller als sie da hinten oder was? Bücher, Papiere, Heilmittel und ein paar persönliche Dinge füllen dieses Paket, was eigentlich ein Rucksack sein sollte. Auf einem Papier steht Heloises Name. Na, dreimal dürfen wir raten, was passiert ist mit ihr. Dies sind Aufzeichnungen von Eloise Menor. Oder keine Ahnung, wie man es ausspricht. Heilerin der Wache von Schornhelm. Ich habe eine notdürftige Heilstube im alten Turm des Hinolshof eingerichtet. Hier behandle ich die Verwundungen, die die Soldaten der Schornhelm-Wache sich im Zuge eines unprovozierten Angriffs von Truppen eingezogen haben, die die Farben der und Röcke des Hauses Montclair trugen. Aldred Berry, Stichwunde im rechten Oberbauch, Heilumschläge aufgelegt und Wunde fest verbunden. Finja Deron, Fallwunde und im rechten Arm, direkt über dem Ellenbogen, Heilumschlag aufgelegt und Wunde fest verbunden, sie sollte dienstfähig sein. Marben Dugo, Schwertschnitt über dem Bauch, hat die Eingeweide freigelegt, hat viel Blut verloren. Ich habe getan, was ich konnte, aber ich glaube nicht, dass er da die Nacht überlebt. Leobert Favre. Ein Speer hat seine linke Lunge durchstoßen. Ich habe eine Tinktur gegeben, die seinen Schmerz lindert, aber viel kann ich nicht für ihn tun. Lange hat er wohl nicht mehr. Rolbert Emain. Noch bin ich nicht hinter der genauen Ursache seiner Wunde gekommen, da sie keiner Waffe ähnelt, die ich kenne. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass er von Krallen eines großen Tieres zerfleischt wurde. Ich habe Heiltinkturen auf die Wunden aufgetragen und erstaunlicherweise scheint sie zu schließen. Muss Rolbert genau im Auge behalten und beobachten, ob er nachteilige Wirkung auftreten. Pixogane. Noch eine seltsame Wunde. Diese entlang der linken Seite des Halses und des Rückens hinunter. Es schien eine Kombination aus Biss- und Kratzwunde zu sein.
aber der Soldat behauptet sich nicht ändern zu können, wie sie ihm zugefügt wurden. Er brennt förmlich vor Fieber und nichts, was ich ihm verabreicht habe, konnte seinen Zustand bisher verbessern. Alter, ist das viel Text. Ein Hallo an den Twitch-Chat. Vivi Dons, diese Soldatin hat einen nicht allzu tiefen Schnitt an ihrer rechten Seite und sollte problemlos wieder in den Dienst zurückkehren können. Allerdings behauptet sie, dass die Wunde brennt und ihr Bauch schmerzt. Täuscht sie diese Symptome nur vor oder habe ich bei meiner Untersuchung etwas übersehen? Ich muss außerdem melden, dass ich mich offenbar ebenfalls verletzt habe, auch wenn ich mich nicht erinnern kann, wie das passiert ist. Mir ist ein tiefer Kratzer entlang meines linken Arms aufgefallen, als hätte jemand mit langen, scharfen Nägeln eine Linie meines Arms hinuntergezogen. Der Schnitt ist nicht so schlimm, weshalb ich Lieutenant Fairfax auch noch nicht darüber in Kenntnis gesetzt habe, aber es brennt ganz schön. Und ich stelle fest, dass ich ungewöhnlich hungrig bin, obwohl ich keinerlei Appetit auf Essen habe. Ja, der Beginn von Vampirismus, würde man meinen. Oh, Stender. Was stimmt nur nicht mit mir? Offensichtlich sehr viel. Danke, danke fürs Kompliment. Bitte, bleibt zurück. Ich habe so großen Hunger und ich will euch nicht verletzen. Das ist gut, bleib mal so. Thumbnail. Danke für den Follow. Gut, damit müsst ihr rechnen. Mit einem LP, dass sowas kommt. Bitte bleibt... Ah, ne, hat sie gesagt. Eloise, ihr müsst mit mir reden. Erzählt mir, was geschehen ist. Ich glaube, Inos Sohn hat recht. Ich glaube, ich habe seinen Vater angegriffen. Wie kommt er drauf? Ich bin mir nicht sicher. Meine Erinnerung kehrt nur stückweise zurück. Ich rieche Blut. Frisches, kräftiges Blut. Ich war einfach nur so hungrig. Ich glaube, ich habe Genovs Blut getrunken. Warum bin ich so hungrig? Wann hat das angefangen? Angefangen? Ich weiß es nicht. Schon vor Tagen? Oder Wochen? Nein, ich habe einen Kratzer abbekommen. Während der Schlacht mit den Montclairs. Ich erinnere mich an ein Knurren. Etwas berührte mich am Arm. Ich hatte es ganz vergessen, bis ich den tiefen Kratzer bemerkte, als ich mich um die verwundeten Soldaten kümmerte. Was hat das alles mit dem Kratzer zu tun? Seitdem habe ich Wachträume. Ich träume von Zähnen und Blut. So viel Blut. Ich rieche es überall um mich herum. Und ich bin hungrig. So hungrig. Was denkt ihr, was wir tun sollten? Ich gehe weg. Weit weg. Ich suche mir einen Ort zum Verstecken. Irgendwo, wo ich niemandem schaden kann. Ich traue mir selbst nicht mehr. Stender, steh mir bei. Ich bin so hungrig. Da kommen wir schon zu einer Entscheidung. Eigentlich können wir sie nicht gehen lassen. Die verliert ihren Verstand. Andererseits kann sie auch aus dem Grund vielleicht gerettet werden, wenn sie jemanden Bestimmtes hier in dem Gebiet über den Weg läuft. Dann kann sie gerettet werden. Ich kann mir schon fast vorstellen, dass das sogar so kommt. Es kann aber auch sein, dass sie dem Falschen über den Weg läuft und dann Leute zerfleischt und dann tot irgendwie in der Ecke liegt nachher. In Ordnung, ich lasse euch gehen. Ich kann das schaffen. Ich kann es kontrollieren. Nur wenn der Hunger in mir erwacht, verliere ich die Beherrschung. Ich werde in der Wildnis leben, weit fort von allen anderen Leuten. Ich werde mich von Tieren nähren, aber niemals von anderen Leuten. Niemals. Ich bin mir sicher, dass ich es kontrollieren kann. Dann geht. Ich werde den Leutnant erzählen, was geschehen ist. Leutnant Fairfax. Manchmal dachte ich, er hätte Gefallen an mir gefunden. Ich hoffe, ich irre mich. Ich hoffe wirklich, er hat mich gehasst. Ich will nicht darüber nachdenken, was sonst alles hätte sein können. Sagt ihm, dass er nicht nach mir suchen soll. Ich will, dass er mich aus tiefstem Herzen hasst. Ja, sehr schön. Leb wohl.
So, dann können wir ja wieder zurück. Magman spielt kein ESO, das stimmt. Shadow. Scheiße. Au. Shadow hat ESO. Das weiß ich nämlich, weil wir nämlich einmal ein LP gemacht haben. Zusammen. Wir es aber nicht weiter fortgeführt haben. Warum? Keine Ahnung. Keine Lust. Wo ist Eloise? Geht es ihr gut? Braucht sie Hilfe? Irgendwas stimmt nicht mit Eloise. Sie hat sich entschieden, vorzugehen, um niemanden in Gefahr zu bringen. Ich wusste, dass etwas nicht mit ihr in Ordnung war. Ich habe versucht, sie dazu zu bringen, mit mir darüber zu reden. Vielleicht hätte ich irgendetwas tun können und dann wäre sie noch da. Aber sie lebt noch, oder? Das ist wenigstens etwas. Sobald diese Sache mit Montclair vorbei ist, werde ich sie suchen. Ich werde sie zurückholen. Quest abschließe. Rums. Ihr habt der Schornhändler. Meine Schwester und ich werden unsere Familie beerdigen. Es wäre uns eine Ehre, wenn ihr uns begleiten würdet. Hier auf dem Hinothof geholfen. Geholfen. Also geholfen. So, das brauchen wir nicht. Marek ist hier immer zum Spielen hergekommen. Das macht der Mutter immer furchtbar nervös. Was? Marek ist immer zum Spielen hergekommen? Ich erinnere mich an Vaters Geistergeschichten. Er hat versucht, uns solche Angst zu machen, dass wir uns von hier fernhalten. Aber die Geschichten haben das Interesse von Marek nur noch mehr geweckt. Jetzt, wo sie nicht mehr bei uns sind, wird alles so anders sein. Oh, ich weiß nicht, Verliese mache ich eigentlich weniger. Ja, der Loot daraus ist gut. Der ist nicht zu verneinen. Aber trotzdem, Verliese, ich bin kein Multiplayer-Spieler, das habe ich schon immer gesagt. Obwohl ich eigentlich wahrscheinlich ein guter Multiplayer-Spieler wäre, wenn ich da nicht eine innerliche Blockade hätte, was alles mit fremden Leuten zu tun hätte. Nein, eine Ratte! Die Ratten in Assassin's Creed waren genauso groß wie die Skiver hier. Pff. Okay, das war mein Viech, was ihn umgebracht hat. So, hier ist... Dahinter. Oh, das Lightning sieht schon cool aus, muss man sagen. Ich werde aber auch zugeschmissen mit Handwerksmaterialien. Aber ich will mich nicht beschweren, ich will das haben. Das ist gut. Ich kann es gebrauchen. Früher oder später. Hier haben wir noch zwei Charaktere, die ich durchkraften muss vielleicht. Händlers Ruhe entdeckt. Das ist ganz gut, dass ich das entdeckt habe. Weil dann kann ich nämlich hier Folgendes machen. Nämlich die ganzen Dinge durchgehen. Ah ja, das dauert wie lange? Och, nur 5 Tage, na, dann ist es ja nichts. So, da habe ich nichts zu verwerten. Das ist nämlich mein Handwerkscharakter hier. Wie ihr seht, fehlt mir manchmal nicht so viel. Ja. Das Gemeinschaftsgefühl, dass man anderen Leuten helfen kann in der offenen Welt, habe ich in Guild Wars stärker als hier. Tatsächlich.
glaube, so viel Zeug habe ich auch gar nicht drin, ne? Was ist das? Schwer? Warum war das nicht angezeigt? Da. Gut, jetzt habe ich gar nichts mehr. So, unser Weg führt eigentlich nach Shornhelm, aber jetzt ist zum Beispiel Moiras Hoffnung in der Nähe. Und wir gehen mal da lang. Bestimmt springt uns gleich die Quest ins Genick. Ja, da ist er doch schon. Ich sehe es doch da oben, da lauert doch dieser die Kompassnadel des Todes, die einen nach unten fällt. Das ist das High-Class-Zeug, was ich kriege hier. Guck mal, da hinten liegt noch mehr. Als wenn hier Leute nicht durchgegangen sind. Um sich das zu krallen. Dolm! Das ist mir egal, da gehe ich jetzt durch. Moiras Hoffnung entdeckt. Hinter dem Berg. Einmal die blutroten Grabhügel entdeckt. Nicht ohne mich. Den Dolmen des Westmarkmoors entdeckt. Helfen wir mal mit. Das ist einer dieser Raid-Punkte, die ich meinte. Nee, fliegende Mounts gibt's nicht. Tötet meine Diener. Und ihr entfernt nur die Schwächlinge aus meinen Diensten. So. Das war's. Den wollte ich doch schon mal mitnehmen. Wenn ich die Chance habe, so einen abschließen zu können, dann ist es gut. Vor allem mit diesem Charakter. Also fliegende Mounts gibt's nicht und das finde ich schade. Gut, wenn mich die Spinnen nicht angreifen, dann ist gut. Ja, das. Ne. Ich kehre zum Ausgangspunkt zurück, das glaube ich besser. Jo, grafisch gesehen ist das hier das Beste. Die Questanleitung gewesen hier. War auf der anderen Seite. Und wir sind auch voll über der Zeit. Gut, ich wollte sowieso nach. Irgendwie wollte ich geradeaus. Gut. Ab hier erstmal Schluss.